Und das Tun, das Handeln in der Form, also im physischen Körper, dort finden ja die Prozesse des Bewusstwerdens statt. Ja, es sickert ja immer ein, vom Feinstofflichen, ja, von der Idee, durch die Gefühle hindurch in die physische Form, in die Umsetzung. In die Umsetzung. Und wo findet der Wandel statt? Auf der dichtesten Ebene von allem. Auf der dichtesten Ebene. Also im Buddhismus spricht man von 7 großen Ebenen. 7 großen. Und die 7 großen Ebenen sind wiederum unterteilt in weitere 7 Ebenen. Also 7 mal 7 gibt 49. Wir haben also 7 große Ebenen, vom feinstofflich hochschwingenden Geistigen bis zum dichtesten, physisch dichtesten Materiellen auf der sogenannten untersten Ebene. Und da geht es nicht um Wertung, sondern es geht nur um ein Einordnen, dass wir das benennen können mit unserem kleinen Verstand, dass wir sehen, aha, die höchste Ebene ist die schnellst schwingende Ebene und die tiefste Ebene, die dichteste Ebene, ist die langsam schwingendste Ebene. Und auf der langsam schwingendsten Ebene, also von all diesen 49 Ebenen, ist die 49. die unterste, die Ebene der Schulmedizin. Alle Ebenen darüber sind feinstofflicher. Und es ist auch die Ebene natürlich unserer Manifestationen. Und es ist die Ebene unseres physischen Körpers. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass wir nicht nur physischer Körper sind, den man dann entweder spritzen kann oder nicht spritzen kann, dass wir viel mehr sind, dass da noch 48 weitere Stufen sind. Jetzt nur mal mit diesem Bild der östlichen Philosophie, dann haben wir noch viel zu lernen, gell? Viel zu lernen. Auf dieser untersten Ebene, auf der 49. Ebene, arbeitet die Schulmedizin. Und es gibt vieles, was dort, wenn es einseitig betrachtet wird, nur in Bezug auf den physischen Körper, auf das Materielle, dass dann etwas fehlt. Und was fehlt? Es ist klar, der Geist. Dann im neuen Jahr, in 2022, mit dieser sehr, man kann fast sagen, vielversprechenden Kombination, wenn Jupiter im Zeichen Fische auf Neptun trifft, kann ich mir vorstellen, wir wollen da nichts hinprojizieren, wir brauchen aber nur beobachten, dass es möglich wird, dass das Geistige in die Medizin hineinkommt. Es ist eine Samenlegung, die dann stattfindet im April 2022. Eine Samenlegung, ich werde darüber noch viel sprechen und schreiben, weil das so wichtig ist, aber jetzt schon mal vorab, damit wir uns auch wirklich jetzt einlassen können auf diese Meditation mit der Meisterzelle, zu wissen, ja, es gibt andere Dimensionen. Das Fleischhafte in uns, ja, der physische Körper, so wie du gebaut bist, so wie du in Erscheinung trittst, so wie du in deinem Körper oder mit deinem Körper unterwegs bist, das ist nur der eine Teil. Und die Frage ist selbstverständlich, ja klar, wem gehört denn überhaupt dieser Körper? Weil, bedenke, dein Körper ist, wenn niemand drin wohnt, eine unbewegliche Hülle. Ja, der kann sich nicht mal bewegen alleine. Es bist du, innen drin, du. Und zwar mit deinen geistigen Fähigkeiten, die diesen Körper in Bewegung setzen. Dein Körper ist ohne dich nichts. Nur eine unbewegliche Masse. Also es ist das Zusammenkommen. Ja, und das ist ja das, was wir jetzt mit der Spaltung so stark sehen. Die Spaltung, ja, dass man Leute draußen haben will, ist ja genau das, was uns überhaupt nicht vorwärts bringt. Weil dann würdest du dich auch mit deinem Körper, von deinem Geist, der da drin wohnt, der deinen Körper bewohnt, der deinen Körper lenkt und da deinen Körper als Tempel der Seele einsetzt für diese eine Inkarnation, dann würde dieser physische Körper eben abgespalten werden. Also alle Menschen, die in der Spaltung jetzt unterwegs sind und dann vielleicht noch mit Zorn oder mit irgendwas, sind mit ihrem eigenen Körper und ihrer Seele miteinander
sage ich jetzt mal so ganz direkt, nicht verbunden. Oder diese Verbindung ist einfach nicht mehr nicht bewusst oder ist abgetrennt worden oder ist durch Schock ausgetrieben worden oder ist auch durch kollektive Felder von schlimmen Themen in Zusammenhang mit dem physischen Körper einfach in Feldern drin, dass man sich abgetrennt hat von der Seele. Wobei abtrennen kannst du dich nicht, die Seele ist immer da. Und das ist das Prinzip und auch das Thema des Waagezeichens, selbstverständlich, wo es um die Gleichwertigkeit geht, um die Ausgleichung, um das Miteinander der Partnerschaft. Die Partnerschaft ist nicht nur ich und du, Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, sondern die Partnerschaft ist eben insbesondere zunächst einmal die Partnerschaft von dir mit deinem höheren Selbst. Und wenn wir in Kontakt gehen mit der Meisterzelle, jetzt gleich in der Meditation, dann gehen wir in Kontakt mit dem höheren Selbst deines physischen Körpers. Und auch das ist eine Partnerschaft. Und wenn das in Ausgleichung kommen kann, wie jetzt zu diesem markant wichtigen Gleichgewichtspunkt am 22. September 2021, wenn das in Ausgleichung kommen kann, ja, das höhere Selbst deines physischen Körpers, also die Meisterzelle mit deinem physischen Körper, mit deinem Tempel der Seele, dann sprechen wir von vollumfänglicher Gesundheit. Der Waage ist der Moment, von wo du aus der Mitte heraus dich einbringst und die Ruhe hältst. Und das ist der Weg der neuen Zeit. Das ist der Weg der Nicht-Spaltung. Das möchte ich dir gerne mitgeben. Es ist ganz wichtig, gerade jetzt, wenn die Sonne in das Zeichen Waage tritt, am 22. September 2021, für einen ganzen Monat das bewusst zu beobachten. Und auch am liebsten gleich bewusst zu üben. Immer wenn du merkst, da kommt irgendwas hoch und dein physischer Körper, das Dichteste von dir, dort findet es statt, dort merkst du es. Und das kannst du lernen zu disziplinieren durch einen stabilen Geist, ja, der deinen Körper führt. Denke dran, dein physischer Körper ist ohne dein Geist nichts. Ja, das ist tote Masse. Dein Geist zu disziplinieren und selbstverständlich deinen physischen Körper auch lieben lernen. Egal wie viel Pölsterchen und wie viel Narben und wie viel Gewicht und wie viel Falten da schon sind. Es ist der Tempel deiner Seele. Es ist der große Anker hier auf Planet Erde. Er wurde geschöpft aus dem Material von Planet Erde. Deine Eltern haben dieses Material zusammengeholt, zusammen magnetisch zusammengebracht, um diesen Körper für dich zu bauen. Und dieser physische Körper kann länger leben, als wir uns es vorstellen. Es gibt Heilige, es gibt Propheten, es gibt Meister, die sind über 900 Jahre alt. Man braucht nur in die Bibel schauen. Aber denken manche vielleicht, ist das ja alles nur Verschwörungstheorie. Dass wir im neuen Jahr 2022, wenn es um die Werte geht, um die Werte, neue Werte, und zwar um die inneren Werte mit Jupiter und Neptun, dass die stark zum Vorschein kommen, dass die immer mehr auch die wissenschaftliche Forschung durchziehen, durchtränken, durchweben, weil der göttliche Ursprung aller Schöpfung findet nicht im Bewusstsein der 49. Ebene statt, der Schulmedizin, aber die wissenschaftliche Forschung kann sich mit diesem göttlichen Ursprung aller Schöpfungen zusammentun und beides miteinander zusammenbringen. Und ich bin absolut überzeugt, in den Jahren nachher ab 2023 mit Pluto in Wassermann, insbesondere mit dem ganz großen, wunderbaren, blauen Dreieck in 2025 und 2026, dass wir dann auch im medizinischen, auch im körperlich-physischen Bewusstsein mit dem göttlichen Ursprung aller Schöpfung unterwegs sind, auch auf der körperlich-physischen Ebene. Meines Erachtens laufen wir jetzt durch den Druck, der jetzt entsteht, und durch die Spaltung, die offensichtlich ist zwischen Seele und Persönlichkeiten, dass wir das
lernen zu beobachten, zu integrieren, bewusst unseren Geist führen lernen, uns nicht mehr von den Polen hin und her reißen lassen. Stellung beziehen, selbstverständlich Stellung beziehen, aber nicht mehr aus der Spaltung heraus. Und wenn uns das gelingt, immer mehr, und der Druck wird größer, ja, der Druck wird jetzt größer bis Weihnachten 2021, wenn der Druck jetzt größer wird, dass es dann kippt in die Richtung der Harmonisierung und des Zusammenkommens von Schöpfung, ja, geistige Schöpfung und Materie, was im Moment ja gespalten ist. Und das ist etwas, was im nächsten Jahr ein großes Thema werden könnte. Das ist das Thema Geist, Heilung und Schulmedizin beginnen könnten, mehr und mehr und mehr miteinander Hand in Hand zu gehen. Es liegt an uns, wie immer. Es liegt an uns. Und wenn du ein gutes Körpergefühl entwickelst, und die Meisterzelle ist definitiv ein ganz wichtiger Schritt in diese Richtung. Wenn du ein gutes Körpergefühl entwickelst, ohne dass du dich damit identifizierst, das ist noch ganz wichtig, ja, weil dein Körper darf man auch loslassen, wenn er bereit ist zu sterben. Aber dieses Körpergefühl, ja, im Wissen, aha, wir sind verbunden, connected mit der Schöpfung im physischen Körper. Wenn das Bewusstsein sich immer mehr durchsetzt, dann werden wir auch Frieden etablieren können auf der Welt. Es liegt an uns, jetzt in die Stille, in Kontakt mit der Meisterzelle. Auch dein physischer Körper ist eingewoben in diese geometrischen Grundmuster. Der größte Schlüssel jedoch ist nicht dein physischer Körper, sondern dein Lichtkörper. Viele Mystiker sagen, dass sich in deinem Lichtkörper der Körper Gottes spiegelt. Dein menschlicher Körper, das Abbild deines göttlichen Seins. Die Zellen deines physischen Körpers hüten sowohl die Kodierungen der Gene als auch die Kodierungen des Universums. Kümmerst du dich nicht um deine Zellprogrammierung? Dann altert dein physischer Körper in der Form, wie die Masse der Menschen über das Altern denkt. Je mehr du aber in Kontakt mit deiner Seele kommst, desto mehr veränderst du deinen biologischen Körper. Denn die Seele bringt die Lichtintelligenz in deine Zellen. Die Seele bringt das körpereigene Licht zum Leuchten. Sie gibt deinen physischen Körper seine Weisheit frei, die in den Zellen kodiert ist. Um den kosmischen Lichtfluss aufzufangen, braucht es bewusste und gesunde Körper. Durch sie wird die irdische Materie immer höher schwingen.